Das ist wirklich ja, herber Schlag für uns. Es tut mir auch leid für den Niklas, dass er sich so schwer verletzt hat. Für uns auch natürlich, auch für unsere Mannschaft. Nicht gut, aber wir sind da gut besetzt und wir werden versuchen, das zu kompensieren. Wir haben sehr gute Spieler auch in der Transferperiode verpflichtet und ja, dann sind andere gefragt. Aber die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen. Ich habe mit Niklas gestern davor gesprochen, mit dem Arzt auch danach gesprochen und ich kenne das aus Erfahrung. Der Niklas will natürlich viel arbeiten müssen, um wieder wieder gesund zu werden. Aber ich bin sicher, das ist ein super Junge, hat eine richtig gute Einstellung. Deswegen, er wird wieder gesund und wird wieder für den FC Bayern spielen. Thomas Müller hat ja nach seinen 5 Bankplätzen in Folge gesagt, er müsste sich Gedanken machen, wenn er weiter Reservist ist. Jetzt saß er das 6. Mal auf der Bank. Müsstest du nochmal mit ihm reden? Ist er nochmal auf ihn zugekommen? Hat nochmal ein Gespräch gesucht? Nein, grundsätzlich ist das so, dass es hier jetzt nicht um die einzelnen Spieler geht, sondern es geht immer um den Club. Jeder Spieler muss seine persönlichen Interessen nach hinten stellen. Wir sind alle gut bedient, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass die Mannschaft, dass der Club Erfolg hat. Alles andere ist nebensächlich. Aber wissen Sie, wir haben jetzt einiges zu tun gehabt gestern, deswegen habe ich mich damit wirklich nicht beschäftigt. Normalerweise kenne ich Friedhelm Funkel als sehr kollegialen Trainer, Menschen, der sich mit seinen Kollegen oder seinen Kollegen gegenüber normalerweise sehr gut verhält. Deswegen nehme ich das überhaupt nicht irgendwie schlecht, sondern ich glaube, es ging um die 10 Tore, die wir kassiert haben. Das ist klar, dass wir uns da verbessern müssen, das wissen wir auch. Aber ich glaube trotzdem, dass jeder vor seiner Tür erstmal kehren muss, ist klar. Ja, da von der Krise, glaube ich, kann ja keine Rede sein, weil wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, das Spiel in Tottenham hervorragend gemacht. Natürlich, die letzten beiden Bundesligaspiele waren nicht gut, aber ich würde mir große Sorgen machen, wenn wir jetzt keine Chancen herausarbeiten würden, wenn wir jetzt nicht gut spielen würden, aber das haben wir nicht, wie ich schon gesagt habe. Nochmal, wir sind gewarnt, wir müssen an den Sachen, die ich gerade angesprochen habe, arbeiten. Aber positiv ist eben das, was ich auch jetzt zweimal gesagt habe, dass wir gut spielen.